Hallo und schön, dass du da bist. Seit 2014 sind in Österreich Drohnen über 250 Gramm genehmigungspflichtig. Ab Juli diesen Jahres, also 2020, gibt es von der Europäischen Union neue Regeln für die Drohnennutzung. Dann entscheidet die Höhe des Risikos über Auflagen. Welche Änderungen sich dadurch für Österreich ergeben und was Drohnenpiloten in Zukunft beachten müssen, das erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist Alex, ich mache Vlogs, cinematische Videos und Videos zu den Themen Fotografie, Video und Drohnen und solltest du es noch nicht gemacht haben, dann abonniere doch gleich mal meinen Kanal, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Gut, was regelt die neue Drohnenverordnung der EU eigentlich? Mit der EU-Drohnenverordnung werden die unbemannten Luftfahrzeuge in Zukunft in drei Kategorien unterteilt, die sich nach Gewicht und Einsatzzweck unterscheiden. Wir haben dann Open, Specific und Certified. Die für den Privatgebrauch entscheidende Kategorie Open umfasst weitere vier unterschiedliche Klassen. Die Drohnen mit dem bis zu einem Gesamtgewicht von 250 Gramm, das entspricht auch der Spielzeugkategorie, das ist die Kategorie C0. Wir haben Drohnen bis zu einer Gesamtmasse von 900 Gramm in der Kategorie C1. Wir haben Drohnen bis zu einer Gesamtmasse in der Unterkategorie C2, also bis zu 4 Kilogramm. Wir haben Drohnen bis zu einer Gesamtmasse von 25 Kilogramm in der Unterkategorie C3. Prinzipiell gilt: Je schwerer die Drohne ist, desto größer muss auch der Abstand zu unbeteiligten Personen sein. Über Menschenmengen darf mit der Drohne sowieso nicht geflogen werden und die maximale Flughöhe beträgt 120 Meter mit einer direkten Sichtverbindung. Die Piloten müssen selbstverständlich einen adäquaten Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Personen einhalten. Ja, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus mit der Spielzeugkategorie? Um die geht's, wenn wir uns die Mavic Mini zum Beispiel anschauen. Das ist derzeit fällt es unter Spielzeugkategorie in Österreich. Die Drohne-Spielzeugkategorie bleibt prinzipiell erhalten, heißt aber, da ist dann aber eine Unterkategorie von der Kategorie Open und die Unterkategorie ist C0. Das heißt, unbemannte Luftfahrzeuge, die nur bis zu 250 Gramm wiegen, brauchen keine extra Registrierung, außer die Drohne besitzt eine Kamera. Drohnen mit einer Gesamtmasse über 25 Kilogramm. Für die braucht man natürlich eine Bewilligung. Die fallen dann entweder in die Kategorien Specific oder Certified. Darunter fallen allerdings nicht nur Drohnen über 25 Kilogramm, sondern auch Drohnen ohne direkte Sichtverbindung. Unbemannte Luftfahrzeuge für den sogenannten speziellen Einsatz fallen sowieso auch unter die Kategorie Certified. Interessant wird es natürlich, wie die Kosten für die Gebühren, für die Bewilligungen aufgestellt werden, weil bis dato konnte man einfach dazu nichts rauslesen und das wird sich demnach in den nächsten Monaten entscheiden. Ja, zur Registrierung gibt es ja wohl schon Zahlen und zwar soll diese Registrierung bei der Austro Control etwa 25 Euro kosten für die Kategorie Open. Sie muss auch für alle Drohnen durchgeführt werden, die bereits in Österreich bewilligt sind und ebenso muss vor der ersten Betriebnahme ab Juli 2020 auch der Online-Test absolviert werden, sofern er notwendig ist. Ja, eine Haftpflichtversicherung braucht man auch, wenn es registriert werden soll. Wie schaut es jetzt aus eigentlich mit den Kenntnissen, die der Drohnenpilot erbringen muss oder nachweisen muss? Künftig müssen alle Drohnenpiloten, die eine Drohne über 250 Gramm fliegen, zusätzlich zur Registrierung auch einen Online-Lehrgang mit einer anschließenden Online-Prüfung absolvieren. Diese Prüfung besteht aus ca. 40 Multiple-Choice-Fragen und wiegt die Drohne sogar mehr als 900 Gramm. Das entspricht dann schon der Unterkategorie C2. Muss zusätzlich auch eine Theorieprüfung abgelegt werden, die dann nochmal extra 30 Multiple-Choice-Fragen enthält. Ja, wo darf man dann mit der Drohne eigentlich fliegen in Österreich? Nun, die EU sagt, diese No-Fly-Zonen, diese absoluten Flugverbotszonen, legt jedes Mitgliedstaat für sich fest. Das heißt, an den bisherigen Beschränkungen wird sich demnach eigentlich nicht sehr viel ändern. Ja, was musst du eigentlich beim Kauf einer Drohne beachten? Der Hersteller wird dazu verpflichtet, die Produkte mit einer CE-Zertifizierung zu versehen. Dadurch erfährt der Kunde schon beim Kauf,
unter welche Kategorie seine Drohne fällt. Der Drohne ist auch ein Informationsblatt beizulegen, so wird der Käufer über die Pflichten beim Betrieb der Drohne informiert. Die neue Verordnung gilt quasi in allen EU-Ländern und die Schweiz hat bereits jetzt angekündigt, dass sie Teile oder wesentliche Bestimmungen davon in ihr nationales Recht übernehmen wird. Fassen wir mal kurz zusammen. Unbemannte Luftfahrzeuge unter 250 Gramm, welche in die Kategorie Open mit Unterkategorie C0 fallen, brauchen nicht registriert werden, fallen also nicht unter die Registrierungspflicht, außer die Drohne besitzt eine Kamera. Die maximale Flughöhe ist 120 Meter, das ist so für die Kategorie Open einfach so definiert, aber mit direkter Sichtverbindung zur Drohne. Die Ausnahme von der DJI Mavic Mini, also von Spielzeugdrohnen, ist, dass unbeteiligte Personen sehr wohl auch überflogen werden dürfen, Menschenmassen allerdings weiterhin nicht. Unbemannte Luftfahrzeuge über 250 Gramm bis maximal 25 Kilogramm fallen auch in die Kategorie Open, in die Unterkategorien C1 bis C3. Es besteht eine EU-Registrierungspflicht. Es muss weiterhin eine direkte Sichtverbindung vorhanden sein. Man braucht einen adäquaten Sicherheitsabstand zu Personen. Eine Haftpflichtversicherung ist vonnöten. Eine maximale Flughöhe von 120 Meter. Und man muss sich auf jeden Fall ein Online-Training und einen Online-Test absolvieren. Ja, für Drohnen, die schwerer sind wie 25 Kilogramm oder für Drohnen, die betrieben werden ohne direkte Sichtverbindung beziehungsweise für Drohnen für spezielle Einsätze, gibt es dann noch die Kategorien Specific und Certified. Hierzu wird man aber sicher in den nächsten Monaten noch genaueres nachlesen können. Generell kann man aber sagen, dass wenn eine Drohne eine Kamera besitzt, dann ist sie registrierungspflichtig. Die Registrierung soll dann via Online-Formular auf der dronespace.at Webseite von der Austrocontrol möglich sein. Details dazu sind aber noch in Ausarbeitung. Was denkst du über die neue EU-Drohnenverordnung? Beantworte die Frage doch einfach unten in den Kommentaren. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Like da. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen. Ciao.